Wir sind hier am Fight Night Event in Baden. Casino Baden hat das organisiert mit vielen Sponsoren. Da werden verschiedene Kampfkünste gezeigt, vom Europameisterschaftskampf zum Weltmeisterschaftskampf, vom Länderkampf Deutschland und Schweiz in verschiedenen Gewichtskategorien. Und da wird natürlich die ganze Kampfkunst im Bereich Thai-Boxen wird da gezeigt. Wir haben sehr spannende Kämpfe und vor allem auch K1, so wie wir es halt kennen vom Andy Hug, verstorbenen Andy Hug, der natürlich Weltklasse war, wird das natürlich weitergebracht. Ein sehr interessantes Event und wir freuen uns auf den heutigen Abend. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Proberaden zur ersten Quasi-Runde Fight Night. Wir sehen jetzt da gerade den Sieger vom Kings Club Halbfinale, das ist der Baschkim. Und er hat jetzt einen guten Kampf abgeliefert und ich werde ihn jetzt gerade mal fragen, wie er sich fühlt und was für ihn das bedeutet überhaupt, dass er da mitmachen kann und dass er dann allenfalls die Chance hat, dann auch nach Thailand zu gehen. Baschkim, wie hast du dich jetzt da gefühlt und was bedeutet dir das, der Sieg, der Kampf da und dann natürlich auch das Finale, dass du dann nachher kannst gehen kannst in deiner Karriere, wie fühlst du dich dabei? Ja, also zuerst fühle ich mich gut, dass ich gewonnen habe, den ersten Kampf. Ja. Und ja, jetzt eine kleine Pause und nachher geht es weiter. Ist es hart gewesen für dich? Hast du das erwartet, dass das jetzt so kommt oder dass du relativ oder hast du damit gerechnet? Wie sind deine Chancen gewesen? Wie hast du das abgeschätzt? Nein, natürlich, mein Gegner war gut gewesen. Er hat auch gut trainiert, aber ich habe auch hart trainiert für den Kampf und ich bin top vorbereitet. Das machst du schon seit klein auf, das ist also dein Leben im Prinzip, der Kampfsport. Ist es mal dein weiteres Ziel, dass du mal K1-Fighter bist in dem Sinn, in deiner Klasse? Oder was ist dein Ziel in dem Kampfsportbereich so? Ja, natürlich, also K1 wäre eigentlich optimal, wenn ich das könnte erreichen. Mal schauen.
Okay. Kann mich überraschen. Ich danke dir vielmals und wünsche dir viel Glück, dann auch, dass du ins Finale kommst und dann relativ die Chance hast, dann nachher Thailand zu gehen und dann dort kannst du deine Leistung zeigen und noch dies können. Danke vielmals. Merci. Danke. Wir sehen gerade, das ist der Baschkim gsi. Er hat wunderbar gekämpft und er versucht dann auch ins Finale zu kommen und natürlich dann auch Thailand. Und das ist wichtig, Kings Club. Ich meine, das ist für einen Kämpfer, der die Chance hat, dort hinzugehen, sensationell. Und das sind immerhin 120 Millionen Zuschauer in ganz Asien. Und wenn er das schafft, dann, ja, dann hat er sicher ganz viel erreicht in seiner Karriere. Smo ovde sad u garderobi, ovde se borci pripremaju. Upravo smo sad došli do Slave. On je tu, priprema se za sljedeći meč. To je meč Švajcarska protiv Nemačke i on tu sad nastavlja treći meč i pokušava naravno što više poene još da dodaju i da se tu u principu ta borba između Švajcarske i Nemačke da pobede, naravno. E sad došli smo ovde kod Slave u pripremu ovde i ja ću ga sad naravno još nešto pitati. Slavo, ti se sad pripremaš, taj boks u principu K1 ili Muay Thai je za tebe u principu to što si od uvek hteo kao mali klinac kad si počeo to da radiš ili ti to u principu kao životno, to je nešto što je za tebe najvažnije? Zdravo, to je tako, ja sad treniram 9 godina ovaj boks i bio sam, kad sam bio klinac, sam ćeo uvijek taj boks boksovati i sad sam tako uspeo malo i napravio sam malo ime u Švajcarskoj i sad sam bio i spremao sam se u Novom Sadu sa Nenad Pagonicom, Miloš Mulitanov i tamo sad spremio sam se dobro i sad čekam na bu borbu. Ti si rođen ovde u Švajcarskoj i sa koliko godina si počeo da radiš taj boks? Ja sam se rodio ovde u Švajcarskoj, roditelji su kad su bili mladi došli u Švajcarskoj da malo naći posao i to. I radim sada 9 godina ovaj boks, radio sam dugo fudbal. Počeo sam kasno, a uvek sam se za to sa karate i za kung fu malo interesirao i tako sam sada to našao ovaj put ovde. Ja. Odlično, super. I taj, principu, šta je tvoj cilj? K1, ono što je poznato mu je taj, gde bih ti se vidio tu sad u budućnost, znači da kažeš, ok, to je taj put što želim da idem, to je to što u budućnost hoću jednom da budem tu prema prvima, znači kao što je pre Švajcarac, onaj poznati Andy Hug bio, je li to taj pravac što tražiš da ideš? To si dobro rekao, to je moj pravac, ja čekam samo još da me uzmu u K1 u Japanu, a sad imaju malo onda krizu. A mi smo ovdje, dogovorimo se sada u Showtime u Holandiji i sad čekam samo dok me pozvaju. Znači za to treba jedna licenca da se dobije, da se to pošle, možda uđe u taj krug i da se takmiče se, znači, između tih borbaca, znači. Pa nije baš licenca, treba se napraviti malo ime i poslije će oni tebe pozvati. Samo na to čekam. Ja. Okay. Super, hvala ti Moro i puno sreće sad za ovu borbu i da nastaviš dalje i za budućnost naravno puno uspeha. Hvala. Wir sind jetzt gerade beim Wladimir Tokzalnov. Er wird jetzt gerade nachher mit Slavo Polugic kämpfen. Er hat sich jetzt kurz da vorbereitet. Und ich konnte gerade noch abfangen, bevor der Kampf abfängt, und mir noch ein paar Fragen stellen. Wladimir, du kommst aus Deutschland. Du machst hier im Länderkampf mit, gegen die Schweiz trittst an. Du bist ursprünglich aus, wo kommst du her? Aus Kasachstan. Und du kämpfst vorwiegend K1 oder Muay Thai, oder was ist deine Stärke? Also ich kämpfe vorwiegend K1. Und auch dein Ziel ist im Prinzip mal so in dieser K1-Kreis reinzukommen, da mit den ganz Großen, wie man sie so kennt, dabei zu sein, ja? Sich zu messen, ganz genau, ja. Und wunderbar. Und wie viele Jahre machst du das schon? Ich mache das jetzt 5 Jahre. 5 Jahre dabei, ja. Und war das schon immer dein Ziel oder Kampfsport oder als Jugendlicher oder ist das, wie hat sich das so ergeben? Nein, das kam so spontan. Also ein Kollege hat mir gesagt, dass der in eine Kampfschule gehen wollte. Mhm. Hat gefragt, ob ich mit hingehe. Okay.
halt bin ich mit ihm mitgegangen und am Endeffekt hat der Kollege aufgehört und ich habe alleine durchgezogen. Ja. Wie alt bist du? Wenn ich 22. 22, also du hast noch eigentlich viel vor dir. Ja, ich bin noch ziemlich, und sehr jung, ja. Ich bin noch ziemlich jung für Schwergewicht. Ach so, genau. Ja, und du bist, wie schwer bist du genau? 100 Kilo. 100 Kilo, ja, okay, wunderbar. Und natürlich hast du gute Voraussetzungen dafür, um auch hier zu bestehen zu können, ja, weil das sind ja, doch harte Jungs, ja. Das ist so, Jungs, ja, aber ja. Ich bin bereit, mich mit ihnen zu messen. Das ist gut. Gute Einstellung, gesunde Einstellung und ich wünsche dir auch sehr viel Erfolg für die Dankeschön. Zukunft und dass du mal in den Kreis kommst, dass wir dich mal dort auch begutachten und sehen können. Ja? Super, danke vielmals und toi toi für den Kampf. Čestitam za pobedu, znači sjajno, ali jako kratko, šta je se desilo? Kratko je bilo, ja, pa sad ova druga borba bila, već što sam tako brzo završio, spremio sam se dobro u Srbiji, u Novom Sadu, sve je bilo okej, okay. Vidio sam ga, skrenio na mene sa celom snagom, sve sam vidio što radi, sve kikove, nije mi daš udario baš jaki boks, ono, ja sam se kontero i čekao sam samo na posljedne svoje 3-4 kikova, sam ga začekao ga i posle sam vidio rupu sa kojetra, znaš, onda i čekao sam i tamo sam dao full kick i to mu nekako, sar, nešto mu se uredilo. Ne? Znači, u principu zbog tog udarca se to desilo? Mislim, neću ništa kao, ali mislim da je to bilo. Pa rekao, odmah sam vidio u očima da nešto nije i posle mi još jedan put udarao i blokirao sam i onda sam vidio da ga boli više, da može više. Sjajno. Pa sam bio srećan ovaj put, super mi bilo. Naravno, hteli smo još više da vidimo, pa. Je li bilo interesantno, zanimljivo i naravno očekujemo sljedeći meč. Čuo sam 24. septembra U San Galenu protiv Luka Panto, on je pobedio Octagon u Italiji, to je, mogu kazati, najveći posle K1-a i Showtime-a, to je najveća organizacija i baš mi drago da mogu protiv njega se boriti. To je prava mera za tebe u stilu. Tako mi je rekao, pobedio Wendel Roche iz Holandija i taj baš iskusen borac i vidjet ćemo da će biti sve dobro. Sjajno, hvala puno. Hvala vama. I svako dobro i za hvala vam. Budućnost. Hvala. Meine Damen und Herren, ich möchte den Kampf noch kurz vorstellen. Unser Namen herzlich für den Final qualifiziert und Punkt über Sebastian Hans Mendes vom Fight Club Zürich. Begrüßen wir mit mir Mehmet Ersan. Im Gegenüber im Roten Eck, er hat sich qualifiziert für das Finale durch den Punktsieg über den Michael Veya. Begrüßen Sie mit mir unseren Nachbarn Jay aus Zürich, Boschke Sandlani. Nachdem wir das vierte Ländermatch gesehen haben zwischen dem Slavo und dem Wladimir, wo leider nur sehr kurz ausgegangen ist, der Slavo hat dort gewonnen.
In 47 Sekunden ist das eigentlich schon vorbei gewesen. Da hat es am anderen etwas reingezwackt, am Vladimir, aber auf jeden Fall, es war K.O. gewesen. Nur jetzt sind wir jetzt gerade beim Finale des Kings Club, die dritte und letzte Runde, und es ist sehr spannend. Der Baschkim Salmani ist da sehr stark vorne dran und jetzt schauen wir, wie es dann gerade ausgeht. Aber sehr spannender und ein harter Kampf. Der Sieger, wie man gesagt hat, geht dann nach Thailand und kann am Kings Club Fight Event mitmachen. Der Kampf ist vorbei, die beiden Kontrahenten stehen sich jetzt hier im Ring und warten auf das Ergebnis, sehr spannend. Wir wissen jetzt noch nicht genau, was die Richter für Punkte werden vergeben, aber es ist spannend, auf jeden Fall ein ganz starker Kampf gewesen. Und wie gesagt, der Sieger hat dann die Möglichkeit, nach Thailand zu fahren. Jetzt warten wir ab, sehr spannend. Die Punkterichter sind jetzt noch am Zusammenrechnen und werden alsbald das Ergebnis mitteilen. Jeder von den Kämpfen fühlt sich gut. Man ist der Meinung, dass man gewonnen hat. Jetzt wird sich das zeigen. Auf jeden Fall, sie haben das Beste gegeben, was sie machen konnten. Sie haben dann sehr stark gekämpft und ja, es hat auch sehr viel Kraft gekostet. Das sieht man den Gesichtsausdruck der einzelnen Kämpfer sehr gut an. Wir sind gespannt, was jetzt das Ergebnis wird sein. So, wir haben nach drei harten Runden das offizielle Urteil von den Punktrichter. Punktrichter werden den Kampf 30 zu 29 und 2x 30 zu 28 für den Sieger einstimmig und somit Gewinner vom Kings Cup Turnier da im Drachenwalde. Wir haben es gehört, Mehmet Özal hat gewonnen. Eindeutig entschieden von den Punktrichter. Leider hat der Baschkim jetzt nicht gewinnen können, aber er hat einen sehr guten Kampf abgeliefert. Man sieht, es ist immer fair, es geht fair hin und zu und die beiden Kämpfer tun sich gegenseitig gratulieren. Auf jeden Fall ein sehr guter Fight gewesen. Und ja, der Glückliche, der Mehmet, wird die Reise können antreten. Er repräsentiert King Contact, Sagarin, er kommt aus Lothringen, Frankreich.
Er ist International Kickboxing Organization, Europameister und ehemaliger französischer Meister im Kickboxen. Begrüßen Sie mit mir Geoffrey Wagner! Ihm gegenüber im roten Ecke, er ist 1,76 Meter groß und jetzt haben wir 72,3 Kilogramm schwer. Seine Kampfbilanz 55 Sieg, 30 davon durch K.O. gegenüber 5 Niederlagen und 2 Unentschieden. Er repräsentiert Diamond Gym Basel, er kommt aus Landshut. Er ist der ehemalige Weltmeister nach verschiedenen Momenten im Thai-Boxen und amtierender Europameister von der World Fighters Council. Begrüßen Sie mit mir, Champion Pasha Erwin! Tekin, herzlichen Glückwunsch zum WM-Kampftitel. Sensationeller Kampf, unglaublich hart geschlagen auch. Hast du das so erwartet oder wie bist du zu Beginn reingegangen in diesen Kampf? Ich war eigentlich sehr, sehr konzentriert bis zum Schluss. Ich habe mich überraschen lassen vom Gegner, der war sehr variabel im Kämpfen. Mit Fußtritten von vorne habe ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich mache einen schönen, weil ich habe gut trainiert, schönen lockeren Kampf, aber er hat mich sehr, sehr also angestrengt. Also von außen hast du so ausgesagt, jeden Moment, jetzt gibt es einen K.O., jetzt gibt es einen K.O. Und er war so zäh. Ich habe ihn gesucht natürlich, ich habe den K.O. gesucht. Ich wollte nur den K.O. schlagen, aber wenn man es will, geht das halt nicht. Richtig. Und ja, es war ein guter Kampf, der Gegner war sehr gut, ich muss ihn loben. Er hat mich überrascht, ich hab mich gut vorbereitet. Ich bedanke mich beim Veranstalter hier, ich bedanke mich bei meinem Trainer, Coach, ganze Team, die mir mitgeholfen haben, bei euch natürlich auch. Und weiterhin. Wunderbare Show. Danke. Herzliche Gratulation nochmal, Tekin. Danke. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Dankeschön. Danke. Und in der Sonderecke wirklich der Pascal Kessler.
Sorry, aber eine Vollrunde ist offiziell und ein Vollrundentritt. Der erste Vollrundentritt, der kommt auf der Weg zu Silber gewesen. Der zweite die 50 zu 6 gewesen. Und der dritte die 50 zu 7 gewesen für den Sieger. Einstellig und immer noch euer Lobmeister. Wir haben gerade den Kampf gesehen, den EM-Kampf der Junioren bis 56 Kilo. Der Titel ist wieder verteidigt worden vom Schweizer Pascal Kessler. Der Gürtel hat dann können den Zoran Golubic von Balkatel Communications überreichen. Wir sehen jetzt gerade den sechsten Länderkampf zwischen dem Markus Meier und dem Alexander Epp. Die beiden sind jetzt gerade im Moment in der dritten Runde und so wie es aussieht, ja, wissen wir zwar noch nicht, aber es sieht so aus, als Alexander Epp ein bisschen im Vorteil ist. Sie sind auf jeden Fall zwei sehr starke Kämpfer, haben auch Erfahrungen in Thailand gesammelt und versuchen das Beste für ihr Land zu machen. Schauen wir weiter. Wir haben hier gerade Zoran Golubic angetroffen. Er ist Mitinhaber der Firma Balkatel Communications in der Schweiz und auch Sponsor von dem ganzen Event. Zoran, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch da in das Ganze, in die Szene mit eingebracht habt? Was bedeutet das für euch? Also zuerst müssen wir eigentlich die Liste anschauen von den Leuten, die, also von den Boxern, die eigentlich daran teilnehmen. Und dann wird alles klar. Also im Prinzip steht mal drauf, dass ein Deutscher gegen einen Schweizer kämpft und dabei ist das eigentlich ein Russ, der gegen einen Serb kämpft. Also wir sehen, Balkatel ist dabei, weil eben Leute aus dem Balkan da mitkämpfen. Und das möchten wir einfach ein bisschen in dem Sinne kommentieren und auch ein bisschen aufzeigen, was für Nationalitäten und vor allem auch Leute vom Balkan dabei sind. Und uns natürlich eine grosse Freude zubereitet und Balkatel tut das natürlich kräftig unterstützen. Und uns auch können als Zuschauer zeigen, was da so alles abläuft. Danke vielmals, Zoran Golubic.